Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Anno 1800 in der nächsten Folge. Ich wurde schon mal direkt vollgequatscht von irgendwelchen Leuten aus NBESA. Muss ich erstmal ganz kurz gucken, was der von mir wollte. Schreiten Sie in der Aufgabe von... um den Zugang zu... was? Helfen Sie dem... okay, ich habe keine Ahnung. Doch, der hat mich gerade vollgequatscht. So, ich glaube immer noch, dass es egal ist, was ich hier mache. Anscheinend doch nicht. So, gut, dann haben wir's. Mich verarschen eigentlich? Unaussprechliche Schrecken. Expedition. Ein Buch aus Holz. Aber natürlich nicht. Oh, gut. Ich klicke mich einfach mal durch. Zustimmen, jawohl, haben wir geschafft. Oder haben wir nicht geschafft? Doch, haben wir geschafft. Aber natürlich nicht, also nehmen wir die obere. Gut, man kann ja nicht verkehrt machen. Mit diesen Hinweisen sollten wir herausfinden können. Ja. Er sollte den Tempel. Zahl mit der 8. Was? Finden Sie heraus, wo der Speer versteckt ist. Er sollte sich in der Nähe des Tempels an einem Ort befinden, der sich mit der Zahl 8 in Verbindung bringen lässt. Also hier oder was? Daraus könnte etwas werden. Ja. Segeln Sie. Ja, alles gut. Ich habe den Ort erkundet und ich glaube, ich habe einen Plan. Komm zu mir, wenn du bereit bist. Wählen Sie den Angerer Biber. Ich glaube, er heißt nicht so. Sie werden uns verhören, wenn Sie uns erwischen. Mann. Ey. Okay, wir folgen ihm. Er läuft nach durch den Zaun. Nach näherer Betrachtung wird deutlich, dass der Genitiv natürlich nur für Komposita verwendet werden kann. Okay. Zum Teufel mit diesen Priestern. Ach, was haben sie hier zu suchen? Das hätte besser laufen können. Sei auf der Hut. Die Hohepriesterin ist eine gerissen. Ja, die Hohepriesterin. Der Speer ist hier. Super. Ich überlasse Ihnen den Speer. Ja, danke. Liefern Sie embesianischen Wert nach Kidusi Anitoni. Segel setzen! Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Segeln Sie. Ach so, das ist hier immer noch das Ding, was ich nicht finde. Segeln Sie an den Ort. Ja, ich. Wie. Ach so, nee, halt. Das war das hier, ne? Genau. Wo bist du denn? Ist hier unten. Ich weiß nicht, wo dieser Torbogen ist. Oder Torbogen, also Bogen. Mann, ich will mich auch eigentlich gar nicht hiermit beschäftigen. Ja, das muss hier auf irgendeiner Insel sein. Also, wow. Welche Erkenntnis. Muss ich gerade selber nochmal zugeben. Na klar, es ist eine Insel. Ist das hier irgendeine Kackinsel? Weil ich hier alle Mini-Inseln ja auch sehe. Das, nee. Ich weiß nicht, wo dieser Bogen ist. Wirklich, ich bin kurz davor, wieder nachzuschauen. Ins Internet. Gibt ja mittlerweile auch zu dieser ganzen NBESA-Reihe diverse Lösungen. Also vor allem auf YouTube. Ich habe leider vergessen, wie der Kollege heißt. Der hat, glaube ich, 11 oder 12 Videos nur über die ganzen NBESianischen Missionen hier. I have no idea. So, jetzt müssen wir eigentlich fast alle haben, oder? Oh Gott. Ist mich anstrengend. Ich weiß nicht, wo es ist. Vielleicht ist es auch irgendwas, was nicht angezeigt wird. Und ich muss hier einfach mal so quer übers Meer gucken. Also ich meine, es würde keinen Sinn machen, aber... was ist das? Oh, guck mal, das ist eine Insel, die ich nicht sehe. Ach, scheiße. Ist es wirklich eine Insel, die ich nicht sehe? Gott, die sehe ich ja alle nicht.
fertig. Wirklich, diese Mission, die machen mich einfach nur fertig. Es ist auch nicht so, dass man Spaß dran hätte nach einer gewissen Zeit. Hier ist er! Mann, ey. So, komm her. Haltet sie auf Kurs. Liefern sie embesianisches... Liefern sie ein embesianisches oder episch... Von epischem oder legendärem Wert nach Gidosi. Klar, Gidosi. Ach so, das muss man erst kaufen, oder was? Koordinaten gesetzt. Habe ich hier nicht noch welche? Tja, ich könnte die Chroniken abgeben. Kann ich nicht einfach eins kaufen? Hallo? In Igwani bitte Hina mit Ahi. Was? Steuermann! Komm mal her. Wir gucken mal, ob wir hier eins kaufen können. Ich will nicht die, die ich schon hab, dafür veräußern. So, dann gucken wir erstmal, was die Piratenjagd macht. Ach du Scheiße, Schnee. Schneekugel. Gefrorene Segel, verdorbene Nahrungsmittel. Das Schiff steht kurz davor, zusammenzubrechen. Es ist ein Schneesturm. Jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl ist längst abhanden gekommen, denn das Schiff ist von einem endlosen Sturm wirbelnder Schneeflocken umgeben, der die Grenzen zwischen Tag und Nacht sowie Himmel und Meer verwischt. Eiszapfen haben die Segel lahmgelegt oder gelähmt und an die Masten gefesselt und lassen diese unter der unerwarteten Last ächzen. Ihre Besatzung fürchtet, sie können brechen, aber sollte sich wirklich jemand nach draußen wagen, wäre das, während das Oberdeck von heftigem Wind gepeitscht wird, ja, Masten erklimmen und festgeborene Segel lösen. Das Schiff kann den Schneesturm sicher überstehen. Mehrere Matrosen von beeindruckender Statur erklimmen die Masten und lösen die schweren Segel. Trotz des schlüpfrigen Holzes und der hartgefrorenen Taue gelingt es ihnen, die Masten von der gefährlichen Last zu befreien. Die nackten Pfähle ragen hoch in den nachlassenden Sturm hinein. Bald darauf dringt das Licht des anbrechenden Tages durch die Wolken. Ein gutes Omen, um die Bemühungen der Besatzung zu huldigen und ihren Jubel zu begleiten. Super. Weiter geht's. Mit Schnaps. Schnaps! Ich sinne auf. Wo bist du? Du fährst um... Achso, du kommst von da ganz hinten. Und du handelst. Okay. So, dann können wir noch mal ganz kurz ein bisschen uns um die Menschen kümmern. Was die Kollekte mangelte? Für das neue Kloster war ein großer Erfolg. Tonpfeifen. Muss ich nicht auch irgendwas? Nee, muss ich nicht. Okay. Also Tonpfeifen wären das nächste. Oder die Suppen. Also Meeresfrüchte. Ach ja, dafür habe ich ja diese eine Insel geholt. Damit ich an die Dinger rankomme. Apropos. Die brauchen normale Menschen, ne? Also einfacher. Gut. Als ich herzog, bestand Cousine Fasika darauf, dass ich einen Korb Eier von unserem Huhn Asu mitbringe. Nein! Sie hatte wohl Angst, die Bergluft könnte die Hühner unfruchtbar machen. I don't care. Ich habe keine Ton. Wow. Ich habe keinen Tabak. Ich habe keine Tabak. Und es ist auch keine Insel mehr frei. Fuck, ich brauche... Oh, hier ist auch kein Tabak. Ach, Tabak kriege ich gar nicht von hier. Ach du Scheiße. Okay. Lehm. Produzieren wir zu viel? Helfen? Wir produzieren, genau richtig. Achso, wir produzieren gerade keinen, heißt das Torf? Lehmziegel. Deswegen haben wir Ton gerade über. Überton. Gucken wir mal kurz. Ja, ist auch fast voll, sehr gut. 75. Gut, dann muss ich ein Schiff. Mein Sohn hat mich gewarnt. Alles wird kaufen. Sorgfältig aufgeteilt. Schoner steht bereit. So, dann muss ich mal ganz kurz nach Neue Welt. Wer macht denn Mission? Ich glaube, sie lösen das Problem. Ja. Wenn wir die Spitze erreichen, wird die Welt Fotografierer Rathaus. Da ist Rathaus. Abschicken. Eine bessere Zukunft. Was kriege ich? Was? Ein Bogen? Genau wie eine... Hallo, ich würde gerne erst meine... Ich haben sie es geschafft. Quarzkristalle. Ah ja. Der Aufstieg, Kaiser. Ach, das blöde Forschungsinstitut muss ich auch noch machen. Wo habe ich Tabak? Hier habe ich Tabak. Produziere ich hier Tabak? Also mir geht es ja nur um den reinen Tabak, nicht um die verarbeiteten Sachen.
Hallo? Hä? What the fuck? Ich brauch doch für die Zigarren Tabak, oder? Boah, ist das unübersichtlich gerade für mich. Ach, das kommt erst noch. Hör mir doch öff. Scheiße, dann muss ich das hier erstmal machen. Also meine Stadt erweitern. Gut, dann machen wir das erstmal als nächstes. So, Enbesa ist... Achso. Einsatzbereit. Ach Mann, es ist einfach diese Kackmission. Ich will das nicht mehr. Selten. Was bist du denn? Scheiße. Ja, das ist nicht das, was ich suche. Ich habe auch nur 219.000. Scheiß drauf, wir... Wir nehmen jetzt die Enbesianischen Chroniken. So, was soll ich noch machen? Segeln Sie hier hin, Fregatte. Auf Kurs halten! So, was haben wir hier noch? Ja, ja, das machen wir. Schreiten Sie... Um den Zugang schreiten Sie in... Achso, ich soll voranschreiten. Segeln Sie an den angegebenen Ort. Bin ich doch. Warte mal. Kurs gesetzt. Reiseziel in Grenzland. Ach Gott. Entschuldigung. Segeln Sie hier hin. Och Mann, ich will das alles nicht mehr. Scheißegal. Ich mache jetzt erstmal Tabak. So, bilanzmäßig sieht es hier schon mal gut aus. 4-2 ist auch okay. Wieso habe ich denn so viel Geld verloren? Na gut. Also. Hoffentlich bleibt es so. Okay, wir müssen nur noch Leute aufwerten. Das ist krass. Das so rumdrehen. Bier produzieren wir auch? Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, Bier kann ich nicht produzieren. Kolonie. Ist aber auch nur Zufriedenheit. Aber die Melonis müssen wir machen. Sind Sie soweit? Was muss ich denn jetzt machen? Liefern Sie Meeresfrüchte-Eintopf. Segeln Sie Ihren Steinbogen. Schon wieder? Auf Kurs halten! Segeln Sie an den Ort, den Archibald Blake ausgesucht hat. Achso, hier ist eine Mission. Was willst du? Nur eine kleine Aufmerksamkeit. Du bist so hilfsbereit. Okay. Die gibt uns einfach ein Geschenk. Sind unterwegs. Cool, mache ich. Flotte erwartet Befehl. Hallo? Bei diesem Rennen hätte ich alles auf Sie gesetzt. Nun, ich denke, damit habe ich es mir verdient, ihn Blakes Archie zu nennen. Steuermann! Okay, das heißt, ich habe was? Clipper, Meeresfrüchte. Segeln Sie zu dem Ort. Ja, irgendwo liegen irgendwelche Sachen rum. I don't care. Segel setzen. Wir schicken das nach Hause, wir holen uns da das ab, wir geben das noch ab und dann machen wir nebenbei neue Welt. So, Mission zu. Ich möchte das nicht mehr. Also, Melonen. Okay, ich brauche Alpaka. 30, 30, 30. Ja, wir gucken mal, ob eine reicht. Also mal ganz kurz davon abgesehen. Reicht denn der ganze Rest überhaupt? Ja, gut, das natürlich nicht. Der Rest passt noch. Okay, Melons. Brauchen wir Uno. Uno Melono. Nein, fehlende Fruchtbarkeit. Buh. 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 Gut, muss ich auf einer anderen Insel machen. Also zumindest die Baumwolle.
Hier habe ich noch gar nichts gebaut, ne? Und hier ist aber auch Baumwolle. Man kann an allem Spaß ja! Machen. Du bist wundervoll. Du auch, Bente. I love you. Der Teufel fordert seinen Tribut. Oh, was denn jetzt? Du, Messier hat Anteile von meiner Insel gekauft. Ach, hat sich wieder zurückgekauft. Ja, das ist scheiße. Ich komme halt nicht an diese eine Ressource jetzt ran. Ach, Mist. Der Ausbruch. Ungerechte Inhaftierung. Während das Schiff in einem Hafen vor Anker liegt, um die Vorräte aufzuschauen und den Landwind zu genießen, wird ein Dutzend Matrosen von einer Miliz festgenommen und in das dortige Gefängnis gesperrt. Eine massive Festung kenne ich schon. Alle Mann auf Gefechtsstation. Wir schießen auf irgendwas, glaube ich. Aber das sagt mir schon was. So, weiter jetzt. Koordinaten gesetzt. Hallo. Da ist ein Artefakt. Bitte nimm es. Liefern Sie ein inbesianisches Artefakt? Sind unterwegs. Von epischem oder legendärem Wert? So, episch. Habe ich das übersehen? Der Tausch. Okay, nimmt sie nicht. Segel setzen. Ja. Hier weiß ich nicht, ob ich jemals ein episches Artefakt finde. Verfügbare Items 20? Verstehe ich nicht. Ach so, Gott. Ich habe gar nicht draufgeklickt. Vielleicht haben Sie es vergessen? Was denn? Erinnert Sie an Ihre Aufgabe? Ja, ja, ja. Oh, Arktis. Da wollte ich nicht hin. Ich will in die neue Welt. So, wir machen erstmal jetzt hier weiter. Gott, Alter. Du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Schlimm. So, wir starten erstmal ganz entspannt mit Holz. Ist richtig? No. Hola. Und mit Holz. Naja. Naja. So, wo ist denn hier irgendwie ein Ende? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. So, dann auf jeden Fall so und so und dann... Hallo? Geht's an den Hafen ran? So, dann haben wir Holz. Wir haben nämlich hier nichts. Dann müssen wir bauen. Oh mein Gott, wo baue ich denn meine Stadt hin? Da müssen wir erstmal hier durch. Oder wir bauen die Stadt hier rein. Das wäre natürlich auch geil. Marketplace. Dann fangen wir hier an. Oh Gott, Entschuldigung. Unsere Stadt zu bauen. Ja, Gott. Ach, je Gott, hier ist ja auch noch eine Mine. Ab. Ich unterstütze sie, auch wenn ich damit alleine bin. Ja, das ist sehr lieb, aber... Geh weg. Bitte geh weg. Let me in Ruhe. So, ich habe keine Ahnung, wie ich... Muss theoretisch irgendwann einen Marktplatz hier bauen. Ist halt nur die Frage, wie weit der Marktplatz reichen würde. Was ist denn hier überhaupt Gold? Na ja, gut, es gibt 4 Goldvorkommen. Ich würde das jetzt mal aussparen. So, nee, wenn dann bitte als erstes das hier. Scheiße. Nee, ich muss erst den Markt. Wir packen einfach mal 100 Holz ein und unterstützen mal das Ganze hier. Mode übernehmen. Was war denn hier für ein Ausrufezeichen? Irgendwo war ja gerade ein Ausrufezeichen. Ja, dann müssen wir leider erstmal hier drüben anfangen mit der Baumwolle. Wird denn hier gar keine Baumwolle geliefert?
Okay. Wie sieht denn Alpaka? Alpaka muss ich auf jeden Fall schon haben. Da. Und ihr macht aus Alpaka? Ach, ihr macht gleich Dings draus. Okay. Na gut, dann müssen wir neue bauen. Wir können meinetwegen hier nochmal einen Marktplatz hinbauen. Und dann zumindest schon mal eine Alpaka-Farm. Ich weiß nicht, warum die richtig sein muss. Oh ja, genau so. Na? Achso, geht nur da, ne? Und einmal diese hier. Ja, genau, verkehrt rum. So, dann haben wir zumindest schon mal Filz. Filz! Wir können auch die übrigens schon bauen. Was ah, ja. Sehr schön. Und da haben wir dann auch gleich die Hutmacherei, die noch nicht arbeiten kann, ist uns ja klar. Aber... So, wenn der Kollege... Sehr gut, hier ankommt. Hier fehlt, glaube ich, nur Stein, genau. So, dann starten wir erstmal mit den ersten Häusern. Wirklich sehr, naja, gewöhnungsbedürftig aus. So, ihr werdet auch alle versorgt, jawohl. Hier vorne könnt ihr noch eins finden. Was, ihr habt keine Straße? Ah, stopp. So, jetzt... Sehr gut. So, dann können wir nämlich auch in die Baumwollplantage gehen. Dafür brauchen wir zwei und eine. Baumwollfelder. (Kühnt) 133. Ist okay. Gucken vielleicht, obwohl das hier dürfte viel zu groß sein. Ja. Dann ändern wir nochmal ganz kurz den Weg ein bisschen. Aber wohin damit? Oder wir bauen es. Okay. Achso, ja, ein Lagerhaus muss ich übrigens auch noch bauen. Also sollte trotzdem noch locker reichen, dass er hier seine Farm voll kriegt. So, dann haben wir zweimal das. Dann brauchen wir noch einmal das, das hier nicht mehr hingeht. Schade. Aber das können wir auch ganz entspannt hier vorne hinsetzen. Und dann haben wir einmal Baumwollweberei. Erwarten neue Horizonte. So, den ganzen Rest können wir nach und nach machen. Route eingezeichnet. Wir brauchen allerdings ein neues Schiff, aber das kann ich mir auch kaufen. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Habt ihr nicht Handelsschiffe? Es geht nicht um Rache. Es geht darum, für mein Volk, gib einfach deinem Beschützerinstinkt nach. Ist egal. Ich habe ja in Enbesa noch einen. Nee? Du? Ja. Seht nur, wir befinden uns in Best. Ja, meinetwegen. Handelsroute, Patrouille, Schiff. Handelsroute? Ja, Gott. Und zwar von... Neue Welt? Ja. Von da... Entschuldigung, löschen.
von Tangaana nach da. Und zwar brauchen wir Ditte. Wo ist das denn? Achso, das ist ein Besa. Baumwolle von Tan nach Mor. Was jetzt? Was? In ihrer Stadt gibt es Ruinen? Oh ja, Entschuldigung. Weil der Weg fehlt. So, von Tan nach Mor. Genau. Dann kriegen wir die fertigen Baumwollstoffe und dann produzieren wir Hut. Hut! Melonen natürlich, nicht Hut. Wir kämpfen, falls nötig. Der Inspekteur! Ich hoffe doch wohl sehr, dass Sie nichts zu verbergen haben, schmunzelt der königliche Inspekteur, während ihm seine Soldaten aus dem Ruderboot an Bord helfen. Seemänner zucken zusammen. Ihr Schiff verstößt mit Sicherheit gegen das Gesetz Ihrer Majestät, das in demilitarisierte Gewässer eingedrungen ist. Ihm und seinen Soldaten drohen. Das war's wert. Wochenlang nur Zwieback. Zwieback? Ich wage nicht einmal davon zu träumen, dass wir alles erreichen können. Kautschuk raus und das hier bitte rein. Ach so, ja. Aber den ungewöhnlichen Reparaturkran, den können wir vielleicht auf unsere Insel bauen. Also beziehungsweise können wir den benutzen. Events. Ein besonderer Besucher. Den hatten wir aber gerade. Das war der Ölmensch, ne? Also der Ölbohr Joachim. Bohrhauer. Einfluss Quarz und Salpeter. Auf welcher Insel bin ich denn? Paprikasaat. Ja, ist hier unwichtig. Hier wäre Paprikasaat. Habe ich eigentlich hier noch freie Schiffe? Nur du, ne? Nur du. Nur dich. Sind unterwegs. So, wie sieht's denn aus? Oh ja, sehr gute Bilanz. Kein Grund zu übertreiben. Und aber danke. Es sieht alles gut aus. Ich steige empor. Sehr gut. Was denn jetzt? Zeitung. Warum? Warum seid ihr denn wegen Zeitung unzufrieden? Eigentlich eine Mission? Ach, dieses blöde Forschungsinstitut muss ich noch bauen. Gelehrte. Ja. Oh, passt. Oh, das passt doch hier hin. Das passt natürlich genau nicht hin. Hier passt es hervorragend. Le Forschungsinstitut. Wie sieht denn das fertig aus? Alter, ich baue dafür 500 Arbeiter. Ich habe 47. Ah, ärgerlich. Also ich kann es bauen. Ich kann es auch hier hinbauen. Ich kann es auch hier hinbauen. Ich kann es auch hier hinbauen. Ist ja egal, wo ich es hinbaue. Also hier finde ich es tatsächlich gar nicht schlecht. Ich würde es am liebsten so bauen. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. So, das ist hier wieder phasenweise, ne? Naja. 500 Arbeiter. Habe ich jetzt minus 400? Ja, scheiße, Alter. Wow. Also ich kann minimal noch. Das war nicht gewollt. Kann ich dich wieder... Ist es falsch, sich nach mehr zu sehnen? Entschuldigung. Ich habe mich verklickt. So, meinetwegen nur die drei. Dann kriegen wir noch mal ein paar mehr. Einen kann ich noch machen. So, jetzt habe ich einen Bauern zu wenig. Zu viel. Mehr geht nicht. Also außer ich baue neue Bauernshäuser. Bauernhäuser. Habe ich hier hinten eigentlich noch irgendwelche? So ein schäbiges, ödes Leben. Ja, meinetwegen, komm. Hier, helft euch selbst, Boss. Du begreifst einfach nicht, was alles auf dem Spiel steht. Das geht auch erst los, wenn wir die 500 Arbeiter haben, ja? Also ich meine, ich kann hier nochmal runtergehen mit meinen Handwerkern. Das wären nochmal 15 Gebäude. Was aber dann auch nicht ausreicht. Also ich meine, ich habe 700 Ingenieure zu viel. Oh Mann, ich will nicht... Ich will hier nicht runtergehen. Na gut, dann machen wir es so.
dann werden die Arbeitskräfte von irgendwo anders halt abgezogen. Mal für eine kurze Zeit. Ich weiß nicht wo. So, jetzt müsste das aber losgehen, oder? Ja. Ach du Scheiße, Donner Cemento. 120? Sowas habe ich doch auch nicht. Oh, 705 Zement. Ich bin ein super geiler Typ. Gut, alles bereit. Dann können wir also das Forschungsinstitut hier langsam in Auftrag geben. So, ihr kommt mal bitte alle mit. Route eingezeichnet. Und schmeißt euch mal hier hin. Meine Patrouille ist auf dem Weg. So, meine Damen und Herren, machen wir erstmal Schluss für heute. Morgen machen wir uns weiter an die Sache in der neuen Welt, dass wir da die Melonen bekommen und dann so viel Menschen irgendwann haben, dass wir Tabak freischalten können. Jetzt habe ich's. Kann ich das denn nicht upgraden? Gibt es nicht eine große Werft? Hier, Dampfschiffwerft, die suche ich. Eine Produktion wurde angehalten. Warum? Wieso? Ihr habt ein paar Probleme. Schnell an Waren zu kommen. Ich gebe euch mal ein Lagerhaus für die Zeit. Okay, gut. So, Feierabend. Wünsche euch einen schönen Samstagabend. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder. Merci, meine Damen und Herren.